Fünf Redewendungen zum Thema Lebensmittel. Lebensmittel, die braucht man zum Leben, das heißt Essen und Trinken. Die erste Redewendung lautet: Das habe ich für einen Apfel und ein Ei bekommen. Auf Hochdeutsch würde das heißen: Das habe ich für einen Apfel und ein Ei bekommen, also für ganz wenig. Diese Redewendung geht auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Viele Menschen aus der Stadt haben bei Bauern wertvolle Sachen gegen Lebensmittel getauscht. Sie hatten Hunger und brauchten Lebensmittel. Dann konnten die Bauern sagen: Das habe ich für einen Apfel und ein Ei bekommen. Das war manchmal Schmuck oder wertvolles Geschirr, Gegenstände für den Haushalt. Wie Lebensmittel sind immer wichtiger gewesen. Heute sagt man auch: Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Herr Gutmann ist auf dem Flohmarkt. Er liebt Antiquitäten und schaut sich gerne an den Ständen um. Er trifft seinen Nachbarn, Herrn Klein. Na, auch auf der Suche nach einem Schnäppchen? Fragt er. Ja, da kann man manchmal Glück haben, erzählt dieser. Schauen Sie mal, diese alte Uhr habe ich gerade für einen Apfel und ein Ei bekommen. Also für wenig Geld. Jetzt gehe ich zum Uhrmacher und lasse sie schätzen. Viel Glück dabei, meint Herr Gutmann. Der zweite Ausdruck lautet: Beleidigte Leberwurst. Die Leber wird als Sitz der Gefühle betrachtet. Zumindest wurde das früher so betrachtet. Deshalb denkt man, wenn jemand beleidigt ist, das hat etwas mit der Leber zu tun. Zwei Freundinnen streiten sich. Dumme Ziege, meint Carola. Du hast mir nicht gesagt, dass du gestern im Kino warst. Du hättest mich doch mitnehmen können. Beleidigte Leberwurst, erwidert Vanessa. Aber beruhige dich, der Film war gar nicht schön. Er hat mir nicht gefallen. Der nächste Ausdruck heißt: Hat es dir die Suppe verhagelt? Hagel, das bedeutet Regen in Form von Eis. Regen fällt selten in eine Suppe und schon gar nicht Hagel. Das heißt, ich denke, das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass jemand sich so verhält. Familie Kunz macht einen Ausflug ins Grüne. Frau Kunz hat einen Picknickkorb vorbereitet und Herr Kunz hat die Fahrräder ins Auto geladen und eine schöne Tour geplant. Aber ihr Sohn Dieter hat keine Lust. Er schaut gelangweilt auf die Wiese und tippt auf seinem Handy herum. Na, Dieter, fragt Frau Kunz, hat es dir die Suppe verhagelt? Warum schaust du so? Nun folgt ein Sprichwort, das lautet: Was man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln. Ein Brocken ist ein kleines Stück Brot. Das Brot wird gebrochen, davon kommt vielleicht das Wort Brocken, von gebrochen.
Auch als Verb erscheint es in diesem Sprichwort. Ich brocke das Brot in die Suppe. Der Löffel ist das Besteck, mit dem ich eine Suppe essen kann. Auch der Löffel erscheint hier als Verb. Auslöffeln. Ich löffle die Suppe aus. Otto hat als Klassensprecher viele Aufgaben. Er muss bei Streit zwischen den Schülern vermitteln. Außerdem vertritt er die Interessen der Schüler gegenüber der Schule. Er muss auch zur Klassensprecherversammlung gehen und danach die anderen Schüler über die besprochenen Themen informieren. Oh je, sagt er zu seinem besten Freund Till. Wenn ich das gewusst hätte, wie viel Arbeit damit verbunden ist, hätte ich mich nicht wählen lassen. Tja, meint dieser, was man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln. Für dieses Schuljahr bist du unser Klassensprecher und musst das alles machen. Du hast es so gewollt. Eine ähnliche Bedeutung hat, wer A sagt, muss auch B sagen. So, ich habe am Anfang vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Gisela, Deutschlehrerin und Buchautorin. Und ich sage jetzt B, nämlich Tschüss.